Eine Dusche wäre jetzt auch schön. Ja, hallo Freunde, vielleicht kennt ihr das ja auch. Ihr seid tagelang unterwegs, durchgeschwitzt bei der Hitze jetzt momentan, verdreckt, kein See oder Fluss weit und breit. Zumindest habe ich in den letzten Stunden keinen gesehen. Ja, man sieht's. Rasieren müsste ich mich auch mal wieder. Es wäre doch einfach genial, wenn man jetzt unterwegs hier eine Dusche hätte. Irgendwo hier mitten in diesem kleinen Wäldchen. Ich habe mich jetzt hier gerade zurückgezogen, weil es hier ein bisschen schattig ist. Aber Dusche habe ich natürlich nicht und auch kein Wasser, wo ich mich irgendwie frisch machen kann. Könnte natürlich jetzt aus meiner Trinkflasche ein bisschen Wasser nehmen, mir das ins Gesicht hauen. Ja, aber ich triefe, also es geht gar nicht. Ja, hier jetzt eine Dusche haben, das wäre genial. Und die gibt es jetzt. Eine Reiseflaschendusche. Camping Gadgets. Sieht unscheinbar aus in diesem kleinen Karton. Hinten ist auch noch eine Beschreibung drauf. Wie soll das jetzt gehen? Das wäre natürlich genial für alle, die Bikepacking machen oder Backpacking oder mit einem PKW unterwegs sind, mehrere Tage vielleicht, die sich als Wohnmobil umgebaut haben. Ja, und natürlich besonders für die Fahrradwohnwagenfahrer. Kurz zwischendurch, das Teil habe ich nicht als Kooperation bekommen. Das habe ich mir selber ausgesucht und selber gekauft, weil ich der Meinung bin, das ist eine richtig geile, innovative Erfindung und hilft uns, gerade wenn wir unterwegs sind, mehrere Tage richtig gut, um mal eine frische Dusche zu haben. Ja, selbst bezahlt und selbst getestet. Und was das taucht, das Teil, das seht ihr jetzt in diesem Video. Puh, Mistviecher. Ja, ich habe immer wieder gemerkt, es macht mir Spaß, Produkte vorzustellen. Ja, aber keine Angst, ich will euch jetzt hier nicht zudonnern mit Kooperationen. Das ist auch keine Kooperation jetzt. Ich habe es ein bisschen immer vermisst, dass ich oftmals Kooperationen kriege, die mich nicht ganz so interessieren. Also viele lehne ich ja wirklich auch ab. Ja, aber manchmal gibt es so innovative Produkte, die würde ich mir wünschen, dass ich die als Kooperation kriege. Und jetzt habe ich den Bock zum Gärtner gemacht und habe gesagt, okay, wenn mir das keiner sponsert, dann kaufe ich selber und stelle es euch vor. Und deshalb möchte ich eine Reihe beginnen, die nennt sich Camping Gadgets und die wird auf meinem Kanal in unregelmäßigen Abständen vielleicht einmal im Monat kommen. Und da suche ich selber Sachen aus und teste die für euch, wo ich denke, das könnte was Besonderes sein, das muss man unbedingt haben. Ja, und dann gibt es entweder einen Top oder Flop. Ja, wäre es nicht genial, wenn man abends eine Dusche hätte, wenn man irgendwo anhält mit dem Fahrrad mitten in der Wildnis oder auch mit dem Fahrradwohnwagen und es ist kein Campingplatz oder See oder Fluss in der Nähe. Ja, und man möchte sich den Dreck und Schweiß vom Tage abwaschen. Dann wäre es doch cool, wenn man abends duschen könnte, so mitten in der Wildnis. Und das verspricht dieses Teil, diese Reiseflaschendusche. So, dann packen wir es mal aus. Also Hauptstück dieser Dusche ist dieses kleine Teil. Letztendlich sieht es aus wie ein Aufsatz von einer Gießkanne zum Beispiel. Hat aber hier hinten mehrere Dichtungen dran. Ja, drei Gummidichtungen. Und das ganze Teil ist auch so konisch. Ja, dass es auf verschiedene Flaschen drauf passt. Soll auf drei verschiedene Größen passen. Also auf die meisten gängigen Flaschen, diese PET-Flaschen zum Beispiel. Und dann gucken wir mal weiter, was hier noch drin ist. Dann gibt es hier noch einen Schlauch. Dieser Schlauch wird hier dran gemacht. So. Und dieser Schlauch hängt nachher in einer Flasche drin. Hier oben ist ein Luftloch und durch den Schlauch geht dann Luft in die Flasche, wenn das Teil so rum ist, und sorgt dafür, dass dann gleichmäßig das Wasser fließen kann. Weil ansonsten würde es immer blub, 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 blub machen und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Es soll ja richtig schön auskommen. Man könnte natürlich auch eine Gießkanne nehmen, aber eine Gießkanne mitschleppen ist natürlich nicht so cool wie dieses Teil. Ich habe da was vorbereitet. Ich habe mir extra eine Wasserflasche mitgenommen, um damit duschen zu können. Nämlich so eine große. Das sind jetzt 1,5 Liter und der Hersteller verspricht, dass man mit einer 1,5 Liter Flasche mit Wasser ungefähr 1,5 Minuten duschen kann. Das klingt jetzt wenig, aber 1,5 Minuten ist eine ganze Menge. Mit einer 2 Liter Flasche 2 Minuten, mit einer 1 Liter Flasche 1 Minute, so ungefähr. So, und dann gucken wir mal, wie wir das hier drauf machen. Da ist jetzt wirklich bloß ganz normales Leitungswasser drin.
Schlauch rein. So. Und da muss man natürlich gucken, wie weit passt das hier oben rein. Mit der Gummidichtung sollte man natürlich ein bisschen drehen, damit es leichter reingeht. So. Und dann sieht das Ganze so aus. Ist schön fest. So, und dann drehen wir das mal um. Und dann hat man wirklich einen schönen, gleichmäßigen Duschstrahl. Geil. Oh. Ja. Aber duschen ist natürlich nicht, dass sie sich nass machen. Wir duschen uns jetzt richtig. Oh, ist das schön. Ist das cool. Man fühlt sich echt wie neugeboren. Es ist Wahnsinn. Das ist so ein geiles Gefühl. Jetzt müsste man bloß noch eine Möglichkeit haben, dass man die Hände frei hat, weil ich halt mit einer Hand jetzt das Stativ, mit der anderen die Flasche, könnte mich also jetzt nicht einseifen, wenn ich zum Beispiel biologisch abbaubare Seife dabei hätte. Verlinke ich euch mal unten drunter. Habe ich im Internet auch gefunden, habe ich leider jetzt nicht da. Aber manchmal hilft es schon, einfach ein bisschen Wasser über den Kopf zu kriegen. Oh, das tat jetzt gut. Aber ich will das auch mal probieren, dass man das noch hinhängt. Hier hinten auf der Beschreibung steht drauf, wie man das mit dieser Schnur an einem Baum zum Beispiel festmacht. Das werden wir jetzt mal noch testen. Ja, und man hat noch eine kleine Tüte dabei, wo man dann eben die Schnur, den Aufsatz und den Schlauch reinmachen kann, dass das zum Beispiel dann auch, wenn da Restwasser drin ist, nicht in die Tasche läuft oder so. Hier ist auch noch mal die Beschreibung drauf, wie man das richtig aufhängt an einem Baum. Ja, Bäume haben wir hier und werden wir das mal testen. Die Flasche ist ja nicht mehr ganz voll. Könnte der Ast hier vielleicht auch noch halten? Probieren wir mal aus. Jetzt müssen wir erstmal sehen, wie wir das da drum machen. Wenn man das denn hier hängen lässt, dann hängt es runter. Ich habe es jetzt so gelöst. Hier, das Seil habe ich hier oben drum gemacht. Das ist die Halterung, die die Flasche jetzt gerade hält. Und so wie ich das hier oben aushake, kann ich die Flasche runterkippen lassen und dann bricht der Ast ab. Jo. So, nachdem der Ast abgebrochen ist, habe ich es jetzt nochmal versucht neu zu machen. Ich habe jetzt ein bisschen dickeren Ast genommen, hier drum gewickelt. Hier unten habe ich jetzt doch einen Knoten reingemacht. Hält besser. Ja, und die beiden Haken habe ich miteinander verbunden, sodass die Dusche jetzt nicht auslaufen kann. Und wenn ich die Haken jetzt hier, ich denke mal, dass das so gedacht ist, auseinander mache, dann kann die Dusche nach unten kippen und sie läuft vor sich hin. Ja, hängt denn. Wenn man fertig ist mit Duschen, macht man den Haken wieder hoch und hängt das hier oben wieder ein in den Haken und fertig ist. Ich habe fürs Erklären natürlich jetzt einiges an Wasser verbraucht, deswegen werde ich da noch mal ein bisschen was nachfüllen und dann kann ich mich fertig duschen. Also ich denke mal, dann funktioniert das auch, dass ich mich komplett einseife, weil ich habe dann auf jeden Fall die Hände frei. Boah, ist nicht ganz voll, aber ich denke mal so, ja, 1 Minute 20 vielleicht wird es reichen. Also das ist so eine richtig geile Idee. Also hätte von mir sein können, warum ich da nicht drauf gekommen bin. Ja, auch das mit dem Schlauch, dass das im Grunde dann so leicht rieselt und nicht so blub, blub, blub macht. Ja, mit der Halterung hier am Baum dran, ist total cool. Man kann das Teil überall hin mitnehmen, kann es überall unterwegs auffüllen, zum Beispiel an der Tankstelle, ja, wo man Wasser hat, wenn man ein WC hat, kann man unterwegs die Flasche wieder auffüllen. Friedhof, weiß ich, machen manche. Oder an einem See auch, vielleicht dann doch sicherheitshalber nochmal durch einen Filter gießen das Wasser. So viel wird man wahrscheinlich nicht mitnehmen, dass man denn so viel Flaschen dabei hat, dass man jeden Tag duschen kann. Ja, aber einmal am Tag so eine Dusche mit diesem Teil, genial. So,
Ich bin erfrischt, mir geht's wieder gut, ich kann wieder weiterfahren. Es ist Wahnsinn, da eröffnen sich noch ganz neue Möglichkeiten, was man da alles machen kann. Die Flasche zum Beispiel am Rahmen, am Fahrrad festmachen. Während der Fahrt wird es dann durch die Sonne ein bisschen erwärmt. Wenn man das noch effektiver machen will, dann streicht man vielleicht die Flasche schwarz oder macht eine schwarze Klebefolie drum. Dann ist abends das Wasser auch richtig warm, vielleicht sogar heiß, sofern man das haben möchte. Ich bin momentan kein Warmduscher, ich bin froh, dass das Wasser kalt gewesen ist. Ja, und wenn man eine Seife mitnimmt, die biologisch abbaubar ist, dann kann man das auch unterwegs so machen, dass man sich die Haare wäscht und sich auch mal einseift und den hinterher abspült. Man könnte sich natürlich auch einfach eine Wasserflasche über den Kopf kippen, hat aber nicht denselben Effekt, weil die ist dann 0, nix leer. Und hier dauert es eben 1,5 bis 2 Minuten, je nachdem wie groß die Flasche ist. Und das ist wirklich eben sowas wie ein Duscherlebnis, was man beim über den Kopf kippen nicht hat. Ja, wenn man duscht, sollte man natürlich überlegen, wo man sich hinstellt. Ich stehe jetzt hier auf Gras, das ist natürlich kein Problem, dann bleiben die Füße auch sauber. Wenn man auf Schotter oder Erde oder Sand steht, könnte man natürlich auch eine kleine Matte drunter packen, sodass die Füße dann auch sauber sind. Die Matte zum Trocknen aufhängen, kann auch ein kleines Handtuch oder selbst ein Seiflappen sein, wo man sich draufstellt, so bleiben die Füße dann sauber. Ich muss jetzt dran denken, dass ich das Teil wieder mitnehme und abbaue. Wenn euch das auch interessiert, dann schaut hier unten in die Videobeschreibung. Ich habe euch diesen Aufsatz mit diesem Schlauch, also dieses Set, verlinkt. Kostet auch bloß einen schmalen Taler. Also mein Tipp auf jeden Fall, Daumen nach oben. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinem Kanal weiterhin folgt, weil, wie gesagt, ich werde euch öfter jetzt mal solche Gadgets vorstellen. Ich denke mal so einmal im Monat. Ab und zu vielleicht auch mal eine eigene Bastelei wieder, wenn ich mir selber was ausgedacht habe. Und das wird alles unter dieser Reihe sein, Camping Gadgets, ja, die das Camping eben noch cooler und noch schöner machen. Und gerade so für Individualisten, die unterwegs sind und ja nicht unbedingt jeden Campingplatz ansteuern wollen und alles am liebsten im Rucksack oder in den Fahrradtaschen dabei haben. Bevor mich jetzt die Fliegen hier auffressen, weil ich bin noch ein bisschen feucht hinter den Ohren, werde ich mich wieder auf mein E-Bike schwingen und dann geht es weiter den staubigen Weg entlang. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss und ciao, sagt euer Camper Marco.